Ja, und liebe Inge. Ja, danke. Immer wieder einmal im Monat musst du an einem Sonntagvormittag auf deinen Kindergarten verzichten. Und aber er kommt ja, er sagt, er jedes Mal sagt er Gruß von dir. Und trotz alledem, es ist ja schon toll, dass du ihn freigibst für uns einmal im Monat. Herzlichen Dank, möchten dir die Sänger sagen und ich natürlich mit. Und ich darf dir im Namen aller Sänger ein kleines Schleusern geben. Einer meiner Vorgänger,
Im Amt des ersten Vorsitzenden damals, Joachim Eppinger, hat ihn dann nach den Zweigen geholt. Also ich bin ja ein Wehrschirmer, nicht? Aber die von den Zweigen müssen da eigentlich wissen, wie das damals gelaufen ist. Gell? Und sein Selbstvertrauen machte Werner Wiegohn stark und richtig mutig, mit dem Niederkranz ausgetretene Pfade zu verlassen. Die musikalische Spur, die er gezogen hat, kann man schon seit Jahren, ich möchte fast sagen, Jahrzehnten verfolgen. Wir finden seine Spuren heute fast auf der ganzen Welt. Und da möchte ich jetzt etwas einflechten, was in meinem Manuskript steht. Von Gottfried Fischer weiß ich, dass er mit 16 Jahren schon einen Chor dirigiert hat. Und wenn ich die Biografie jetzt gegenüberstelle von ihm zum Werner Wiegohn, dann ist der eine in der Welt rumgereist, hat gute, große Chöre dirigiert. Und der Werner, ohne, glaube ich, dass er ihm so nacheifern wollte, ist wohl auf einer Parallelspur gefahren, ich weiß es nicht. Aber könnte es nicht sein, Werner, dass vielleicht daraus noch für die nächsten 20, 30 Jahre deine Chorleitertätigkeit. Das eintritt, was viele hier in der Gegend immer wieder sagen, du seist der kleine Fischer. Ich muss das einfach einmal loswerden, weil das hatte ich eigentlich jetzt eine halbe Jahre noch umgeschleppt, ob ich das auch sagen darf. Aber wenn Sie die Biografie dieser beiden Männer vergleichen, dann möchte ich nicht in die Zukunft projizieren, aber was nicht ist, kann vielleicht noch werden. In diesem Sinne möchte ich also sagen, dass mir der Werner Auftrag hat, nachher bei seinen Dankesworten noch das eine oder das andere zu den Weggefährten zu sagen, die ich heute ganz pauschal begrüßt habe. Und ja, bevor ich zu meinem Grußwort komme, und zum Geschenk, dann der Frage da wahrscheinlich auch, was gibt der Liedermann eigentlich? Hat sich doch vorgestern noch einer vordrängelt, dann will ich jetzt auch noch ein Geschenk geben. Es ist unser Rolf Burger von der Chorgemeinschaft Ried-Hochdorf und dort hat Werner Wiegohn 25 Jahre dirigiert und wenn ich es recht weiß, ist er, glaube ich, Ehrendirigent. Rolf, bitteschön. Lieber Herr Wiegohn, selbstverständlich möchten wir von der Chorgemeinschaft Hochdorf-Ried Ihnen auch sehr herzlich zu Ihrem Geburtstag gratulieren. Immerhin waren Sie ja fast die Hälfte von den 60 Jahren, denn die 25 Jahre unser Chorer. Und jetzt denke ich mal, da gebührt sich das, dass man Ihnen heute auch gratuliert und Ihnen alles Gute wünscht. Wir denken gern an die Jahre zurück, denn ich kann es voll sagen, die Chorgemeinschaft hat damit ihren schönsten Erlebnissen und ihre größten Erfolge gehabt in diesen 25 Jahren. Nun haben wir uns überlegt, was schenkt man einem Mann, der 60 wird und der schon älter wird. Dann kam uns der Zufall zu Hilfe. Wir waren ja letzten Sonntag beim Ausflug und waren da in Hauenstein und da ging die Türe auf und Gottfried Fischer kam rein. Kriegen wir denn jetzt geschenkt? Bevor er die Kritik gefragt hat, hat er gesagt, was singen wir? Den alle bringen gleich gewesen. Dann haben wir gesagt, das können wir mal enorm umsetzen. Wir schenken ihm also ein Brennlein, das fließt. Jetzt aber bloß nur so.
sagte es gerade schon, wo bleibt gleich wieder Niederkranz. Am Ende solch einer Liste von Grußworten und deren Inhalten fällt es mir richtig schwer, noch etwas zu meiner Million zu sagen. Ich möchte es trotzdem versuchen, verspreche Ihnen, ich mache es kurz, aber umso herzlicher. Liebe Werner, ich spreche im Namen aller Sängerinnen und Sänger des Liederkranz in Zweingen, möchte dir auch ganz persönlich recht herzlich zu deinem Geburtstag gratulieren. Es ist klasse, wenn man einen solch jugendlichen Menschen zu seinem 60. gratulieren darf. Ich sage ja häufig 50 plus 10. Und das trifft auch bei dir zu all deinen Tätigkeiten und deinen Wirken zu. Ist toll, dass es besser aufhört. Der erste Satz, den man sagt hat, gerade eben und so weiter, du, ist kein Durchtanz. Man sieht eben, er ist noch nicht 60, er ist 50, voll mit Power. Er muss einfach nicht den Strahl los, sondern den Laut los. Das ist was. Zu deiner Begeisterung, wenn man zum Chorgesang, kann man sagen, er ist ungebremst. Und wir alle wünschen dir und uns, dass du in der Erwartung deines Vorruhestandes im kommenden Jahr gesund bleibst und mit Gottes Segen die Kraft hast, dich noch lange deiner musikalischen Liebe, nämlich dem Chorgesang, voll und ganz zu widmen. Wir schenken dir heute ein besonderes Geschenk, Werner. Und ich möchte dieses Geschenk versinnbildlichen. Werner, wir haben zunächst einmal eine große Geburtstagskarte, wo alle deine Sängerinnen und Sänger sich verewigt haben. Das ist Beiwerk. Ist schon klar, gehört dazu, dass du auch mal später noch weißt, wer eigentlich bei deinem 60. alles da war. Aber ich habe hier eine Präsentationsmappe, in der liegt eine Dedikation. Eine Dedikation ist so etwas Ähnliches wie eine Widmung. Und ich stelle jetzt mit der Versinnbildlichung auch dieses Geschenk vor. Es handelt sich nämlich um einen Krawattenschieber oder einen Krawattenhalter. Und da steht zum Beispiel, Sie sehen hier das Bild, falls es einmal vorübergeht, dass er das Archiv wenigstens hat. Oder wenn es Dinge versteckt, ne, dass es nochmal irgendwo gekommen, was er kriegt oder kriegt hat. Da steht, das edle Metall steht für gediegen und dauerhaft. Die Klammer für den Zusammenhalt von den Chören und dem Dirigenten. Der Geigenbogen, auf dem diese Noten aufgebracht sind, dient als Verbindung zu allen Chorgattungen. Die vier Noten, die stehen für unsere vier Chöre und der Rubin für das Feuer, das immer in dir brennen mag. Werner, jetzt darf schon mal rauskommen. Weil da steht jetzt nichts mehr drin bei mir. Es steht nur für mich fest, dass ich mit sehr viel Überlegung mit der Inge nachher mal geschenkt geguckt habe. Und die ganze Sängerschar schenkt ihr dieses Geschenk. Ich zeige das nochmal, dass es auch anscheinend Krawatte da hat. Also Mika schreibt. Es ist klein, aber fein. Ich denke, dass es notwendig war, das abzubilden. Es ist mir zu wertvoll, als dass ich das sonst losgehe. Denkst du an die Krawatte da? Das heißt, meine Frau. Werner? Ganz persönlich. Zum Aufräumen und
das ist zum Aufstellen. Vielleicht, wenn es nachher auf der Tisch von deinen Geschenken hinstellst, dann können jetzt die Vormitglieder auch nochmal sehen. Ich habe es ja nicht gezeigt, du bist ja immer dabei, dann kann ich es nicht vorsagen. Hör mal nochmal. Lass mich noch ein bisschen was sagen. Bevor ich jetzt ein drittes Mal unseren Chor dann auffordern darf unterm Albert das Lied I Want to Be a Christian vorzutragen, bleibt für mich nur noch ein Satz, nämlich nochmal ein Hinweis zu diesem Rubin. Denn für Werner Diebold gilt, ich glaube für alle Zeiten, der Spruch von Augustinus: Werner, nur wer Feuer in sich trägt, kann Feuer bei anderen entzünden. Lord, I want to be a Christian. In a
Also, weil dann komme ich gleich. Der Präsident hat wohl die nächsten 5 Minuten die Möglichkeit, hier zu sein. Cordil, bitte gut kommen. Amen.
Ihnen unseren Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg vorstelle und recht herzlich bei uns willkommen. Ich habe jetzt das Formale mit dem Herrn Ministerpräsidenten gesagt und ich hoffe, dass Sie danach, wenn ich jetzt sage, lieber Günter Oettinger, denn er ist Mitglied bei uns im Niederland in Zweigen. Und deshalb nochmal ein herzlicher Applaus auch für die Sängerin. Ich weiß es zu schätzen, oder ich glaube, wir alle wissen es zu schätzen, dass bei dem Terminkalender und wie ich aus den vorhergehenden Telefonaten weiß, Sie noch Zeit gefunden haben, hierher zu kommen, zu einem Geburtstag, der Ihnen offensichtlich nicht gleichgültig ist, denn die Familien Oettinger und Dippon sind, so wie ich mir sagen ließ, für viele Jahre doch bekannt, um nicht zu sagen eng verbunden, aber es ist einfach so, man kann nicht erwarten, dass der Felix und Württemberg nach den zwei Jahren kommen. Herr Ministerpräsident, ich möchte einfach bitten, jetzt hier meinen Platz einzunehmen und doch das Grußwort zu sprechen und die Gedanken weitergeben, die Sie bewegen. Darf Sie bitte, kommen Sie hierher, oder? Brauchen wir noch ein Manuskript vorher? Herr Dahl, verehrter lieber Herr der Bürgermeister, lieber Professor Fischer, verehrte Sängerfreunde von Zweigen und vom Hinzgau, liebe Familie Dippon, lieber Herr Dippon, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herrn Dippon, also den Senior und seine Frau, Mutter, habe ich erstmals im Jahre 83 kennengelernt. Da saßen wir uns gegenüber hier in der Halle bei einem musikalischen Abend mit dem Liederkranz und wir sprachen lange über die Post und über die SPD. Den Sohn und seine Aktivitäten im Beruf und ja. Und so haben wir Kontakt gehalten, die Jahrzehnte hinweg. Und als er 60 wird, hätte ich nie geglaubt. Er ist immer noch ein junger Kerl. Kreativ, impulsiv und trotzdem bodenständig, fleißig und ein feiner Kamerad oder Arbeit. Ich kenne viele Gesangvereine in Baden-Württemberg, viele gute. Gottfried Fischer kennt mehr als ich. Aber ich kann Ihnen, obwohl ich witziger Mitglied bin, obwohl ich den Feiner sehr gut kenne, nur sagen, in der Vielfalt ist auch was. Das heißt, im Bogen der Musik, von ernsthafter Musik bis zu Rock und Pop, von deutschen Texten bis zu Englisch, Italienisch, von der Fähigkeit zu singen, aber auch Theater zu machen, von der Reiselutsche, von den Aktivitäten her, von der Zahl der Mitglieder, kenne ich in ganz Baden-Württemberg keinen besseren Gesangverein als den von den Zweigen. Wie in jedem Verein hat es immer entscheidend mit ganz wenigen Menschen. Mit den Vorsitzenden, die dies engagiert tüchtig machen, mit den Schriftführern oder Schriftführerinnen, den Schatzmeistern und ganz entscheidend mit dem Chorleiter, der hat die Polizei unvordenklichen Zeiten in Entzweigen, im Enzgau und im Schwäbischen Sängerbund. Deswegen beglückwünsche ich zunächst einmal den Liederkranz zu seinem Chorleiter.
Und zum Zweiten beglückwünsche ich ihn zu seinem runden Geburtstag und wünsche ihm viele herzliche Jahre. Dass er gesund und munter bleibt, dass er fröhlich bleibt und Fröhlichkeit ausstrahlt, dass er die aktiven Sänger weiter motiviert und dass es weiter Neumitglieder in einer unglaublichen Vielzahl und damit ein tolles Angebot für Neubürger mit dem Chor, den Chören in den Zweigen für Alt und Jung, für Altbürger und Neubürger gibt. Der Gesang ist etwas Wunderbares, aber die Gesangvereine haben in vielen Orten ein Problem. Kaum alle 50 dabei. Wie gewinnt man junge Menschen? Wie bleibt man, indem man alt wird, trotzdem jung und frisch? Und man kann von Ihrem Gesamtverein, von Ihnen ganz nur sagen, dass er ein alter Verein ist, aber dass er jugendlich geblieben ist. Und dass er durch Frische, durch Fröhlichkeit, durch unglaubliche Aktivitäten blüht und gedeiht. Ihre Auslandsreise als ein Beispiel. Es wird nicht viele Gesangvereine geben, die in Südafrika waren. Ihre Theaterveranstaltung, das heißt im Grunde genommen Musik und Schauspiel, zugleich bis hin zum Bühnenbild, alles selbst gemacht. Ihre vielen Chorabende und auch die Nachsitzung. Oder dass Sie ein Vereinsheim haben im Rathaus. Das heißt, dass Sie eine feste Spielstelle, einen festen Ort der Fröhlichkeit haben. Dass Sie große Hallen füllen. Und dass Sie im Grunde genommen das Stadtbild, die Kultur der Stadt enorm prägen im Ehrenamt und mit einem Chorleiter, der das alles fachlich verantwortet. Er ist ein glänzender Musiker, aber er gibt jedem das Gefühl, dass er singen kann. Das heißt, in seinem Chor sind alle begabt. Und die, die weniger begabt sind, sind motiviert und halten mit. Er hat ja auch einen Beruf voll gehabt, die Kreissparkasse Marktführung. Und die Finanzmarktkrise hat die Kreissparkasse in keiner Form erreicht. Das heißt, die Spareinlagen bei Herrn Dippold waren. Es gibt in den zwei Meter Beinen keinen Grund, das Geld abzuheben und unter das Kopf zu legen, sondern die Sparkasse verzinst, der ist fair und solide zugleich. Ich habe ältere Mitbürger kennengelernt, die waren öfter als notwendig in der Sparkasse. Das heißt, wir haben eben dann statt 200 Mark nur 50 abgehoben, jeden Tag, damit man noch ein Gespräch am Schalter und ein freundliches Wort von ihm hören konnte. Im Grunde genommen war er Banker und Sozialarbeiter. Er ist anerkannt weit über den Zweigen hinaus. Dass er Chorleiter auch ein Nachbarorten ist, das wissen Sie. Aber kann im Schwäbischen Sängerbund von Nord nach Süd durch ganz Württemberg gehen, gerne die Polen, wie es einschlägt. Und seine Arbeit, seine Jugendarbeit, seine Weiterbildungsarbeit, die Schulung von Chorleitern ist sehr, sehr anerkannt. Und deswegen, er hat, so meine ich, für Ihren Stadtteil, für die große Kreisstadt, für den Gesang in ganz Württemberg, in Baden-Württemberg, schon jetzt ein tolles Lebenswerk hinter sich gebracht und wir erwarten trotzdem von ihm im neuen Jahrzehnt noch einiges. Das heißt, ich wünsche Ihnen, lieber Herr Dukon, 10 gute Jahre, 10 aktive Jahre mit Ihrer Frau und Ihrer Familie, dass Ihre Mutter neben Ihnen sitzt, wenn Sie ein bisschen stolz auf Ihren Beruf und ihn sicherlich ab und zu noch immer mütterlich streng erzieht. Kommt ja erfreulich hinzu, es gibt wenige 60-Jährige, die so jung aussehen wie er, wo die Mutter noch lebt und so jung aussieht wie sie. Und für die Zahl der Frauen, die ihn bewundern, so groß ist wie in dieser Klasse.
Sinne, der Hahn im Korb Ihrer Stadt. Lieber Herr Dippon, ich habe vermutlich in wenigen Wochen Gelegenheit, Sie und Ihre Familie und Ihre Freunde einzuladen nach Stuttgart für eine offizielle Ehrung und Auszeichnung, die dann im Frühjahr kommt. Es wäre mir eine Freude, wenn dann Ihr Liederkranz bei mir in der Reizenstein zwei, drei schöne Lieder im Garten singt. Das heißt, ich lade schon jetzt den Kreis, den Sie auswählen, für das Frühjahr nach Stuttgart ein und will gerne anbieten, dass wir in Freundschaft verbunden bleiben, auch wenn Sie jetzt hochbetagt auf die 70 zugehen. Aber auch immer jung und lustig sind. Ich muss so gegen 6:30 weiter, aber in der Zeit würde ich dann zwei Dinge tun. Erstens einen Schluck Wein trinken, zum Zweiten noch ein, zwei Lieder hören. Und wenn dann der gute Fischer noch irgendwie mitmacht, wird mit Sicherheit ein schöner Ausgang eines guten Geburtstags. Allein die Zahl der Ehrengäste, die Zahl der Redner vor mir zeigt, wie anerkannt sie sind. Im Beruf, in der Sparkasse, in der Stadt, im Chorverband, in Enzgau. Und ich wünsche deswegen, Herr Dahl, Ihnen und Ihrem Vorstand und allen Sängern und Sängerinnen mit Ihrem Chorleiter weitere gute Jahre mit Qualität im Gesang. Und mit Fröhlichkeit während des Klangs und danach. Ich habe nur einen Blumenstrauß dabei, den würde ich vorschlagen, ein zweiter kommt mit Fleurop an die Familie nächste Woche und den gebe ich der Mutter, weil sie an ihren Sohn am meisten verdient hat. Deine Welt, wie Dinge auf der Straße, ein Mensch.
Das ist für den rechten Winkel eigentlich keine erschreckende Zahl mit solchen Sachen. Das machen wir aus der Oberklasse oder aus dem Peanuts, wie der Herr Wittmann schon mal gesagt hat. Aber bei den Stunden sieht es dann schon etwas anders aus. 525.600 Stunden sind auch 60 Jahre. Sie können es mal nachrechnen. Ich habe es mit dem Taschenrechner bei Ihnen nachgeguckt. Und dann geht es natürlich um die Minuten. Es sind 31.536.000 Minuten. Ja, und dann kommt es. 1.893.600.000 Sekunden. Wenn Sie sich überlegen, was ein Mensch wie ich in einer Sekunde oder in fünf Sekunden alles ausrichten kann, dann muss ich sagen, ich bin meinem Schöpfer dankbar, dass er mich vor noch mehr Blödsinn, als den ich schon gemacht habe, bewahrt hat. Und dass ich mit einem blauen Auge oder auch mit einem guten Leben 60 Jahre habe werden dürfen, nach uns dankbar. Es sind hier viele Dinge und Erlebnisse in meinen Lebensrucksack hineingekommen. Der wurde mit dem Lauf der Jahre immer etwas schwerer und größer und trotzdem wollte ich nichts aus ihm entfernen, denn alles, was in dem Rucksack drin ist, ist auch wertvoll. All die vielen schönen, guten Dinge, Gott sei Dank, die Mehrzahl bedeutet haben in meinem Leben, auch einige Dinge, die nicht unbedingt hätten sein müssen, aber die ich mit Gottes Hilfe und auch mit Hilfe von vielen anderen dann auch meistern konnte. Das prägt einen natürlich auch ein Stück weit. Und meine Devise, mit den Menschen Freude zu haben, die habe ich mir immer als oberstes Ziel gesetzt, in jeder Form. So, wie geht es jetzt weiter? In 60 Jahren hat man ja die Mehrzahl seiner Lebensjahre überschritten. So in bestimmten Momenten denkt man da dran, je nachdem, wie man gerade drauf ist. Einmal wäre ein bisschen sentimental, aber auch mit großer Dankbarkeit. Wenn ich die Lebensjahre meines Vaters hiermit in den Vergleich bringen darf, dann bleiben mir noch 18 Jahre. Und die habe ich auch mal in Tage umgerechnet. Also 21.900 Tage sind es bei 60 Jahren. Und bei 18 Jahren blieben mir dann noch 6.570 Tage. 157.678 Stunden, 80 Stunden, 9.460.800 Minuten. Und jetzt sind wir schon im Milliardenbereich, auch bei den Sekunden, 567.648.000 Sekunden. Ja, also bitte die große Zahl, ich sage zu sagen, mit den Schwierigen, habe ich Ihnen ja vorher gesagt, da kann man aber jetzt weniger in Stolper bekommen. Was kann, was darf ich in meinem Lebensrucksack noch alles unterbringen? Vieles, bei dem ich noch viel lernen kann, vieles, bei dem ich noch mit vielen lieben, freundlichen, guten Menschen zusammen sein kann und hoffentlich auch die Kraft und Dinge, die ich mir vielleicht nicht so wünsche, auch bewältigen zu können. Mein großer Wunsch ist es mit vielen Freunden natürlich, insbesondere mit Singern, das ist ja klar, wobei ich die anderen absolut nicht diskriminieren möchte. Aber natürlich singen ist das, was mich auch ein Stück weit hier hält. Mir bleibt dann zu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein paar Namen möchte ich heute doch noch nennen. Nicht alle, die schon genannt wurden, sondern die, die eigentlich nicht so genannt wurden. Aber die mich ein Stück auf meinem Lebensweg über 60 Jahre begleitet haben. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich nicht gerade mal bei so einem Jubiläum, auch wenn hier so viel Ehre zuteil werden soll, nicht daran teilhaben, wenn sie alle, wie sie hier sitzen. Und auch einige, die leider nicht mehr dabei sein können, haben mich ein Stück weit begleitet, haben mich auch ein Stück weit zu dem gemacht, mit was ich bin. Und das soll auch ein Stück Dankbarkeit an sie leisten.
Danke für die Ehre, die Sie durch Ihren Besuch mir antun, im positiven Sinne, die Sie mir erweisen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man am Freitagmittag einfach schon nochmal so irgendwo nachgeht, um zu gratulieren. Insofern bin ich Ihnen dafür besonders dankbar. Insbesondere bedanke ich mich natürlich bei den Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Ich möchte die Namen nochmal sagen, Herr Oberbürgermeister Meisch, weil er natürlich hier auch als Vater der Stadt Feigen ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist, den wir natürlich auch immer wieder brauchen. Dann natürlich auch an alle Großburg-Redner, die mich mit viel Ehre überschüttet haben, muss ich gerade sagen. Also es ist mir schon fast peinlich geworden. Ja, wenn wir denken von dem schwätzenden die, das ist ja fast, da geht ja schon fast ein heiliger Schein, über den Sie da reden, dem ist sicherlich nicht so, aber ich weiß natürlich Ihre lieben und gut gemeinten Worte sehr zu schätzen und bedanke mich dafür. Ich habe mir ein paar Stichworte gemacht. Ich habe sicherlich auch einiges vergessen in der Aufregung dieses Momentes. Trotzdem möchte ich ein paar Freunde und Weggefährten nennen. Die haben mal nochmal ein paar Zahlen gemacht, da will ich die aber wirklich nicht langweilen, sondern bloß mal zu kurz dazwischen drin, als wir wieder einfließen lassen. Wie viele Tage meines Lebens habe ich mit Musik, mit Tieren, mit Kleintierzucht oder mit Tanzmusik oder mit Jugendchor und was auch immer verbracht. Ich möchte mal anfangen, was ich als erstes mache. Meine Mutter hat mir ja schon als 5- oder 6-Jähriger, da war Hempel bloß noch ein Stück, auf jedes Sängerfest mitgeschleppt. Ja? Also mir zwei sind schon bekannt gewesen wie ein bunter Hund. Und meistens sind sie mir dann irgendwo von den Tischen von Festzellen aufgestellt und dann habe ich mir singen müssen, wo klare Wasser, Silber und Fliesen am schönsten laufen im Schwabenland. Und dann stand kein geringerer vor mir als der Garchormeister oder der Garvorsitzende des damaligen Enzgau und hat mich höchstpersönlich im 2000 Mannzelt dirigiert. Das war natürlich schon was, der Hermann Plager. So hat eigentlich so die Karriere des Sängers und Dirigenten haben wir die Bonn gewonnen. Dann kam ganz parallel dazu, mein einer Opa war Landwirt, mein anderer Opa, der war Richtmeister beim Luig und Vorstand von den Gläubierzichtern. Ne? Was bleibt da anders übrig, denn die Viecher rundherum, ich bin mit Tieren aufgewachsen, hab's dann in der Spitze als Mitglied des Kleintierzuchtvereins, bei denen ich auch schon über 50 Jahre dabei bin und für die ich heute stellvertretend einen Weggefährten und den Vorstand Ulrich Mittels hier in unserer Runde ganz herzlich begrüßen möchte. Auch diese Geschichte ist ein wesentlicher Teil meines Lebens. Und in der Spitze habe ich so mal, glaube ich, 260 oder 70 Viecher gebracht, wo die alle runtergebracht wurden, sind weiß ich auch nicht mehr so ganz genau. Aber es hat mir große Freude bereitet und ich habe von den Tieren auch viel für die Menschen gelernt, meine Damen und Herren. Und das hat mir gut getan. Deshalb halt behält man Viecher. Mein Gott, der freut sich jedes Mäßig immer mit dem Anfang. Wenn ich am letzten Sonntag von morgens am 9. vom Projektmännerchor fortgegangen bin, und abends am 4.10. von Gotthilf Räumkommen bin, wenn wir dann eine wichtige Sache miteinander besprechen, als ich vorher gesagt habe, haben wir dazwischen drin 3 Stunden Geigen, ist ja auch wichtig. Da kann man sehr gut Konversation kriegen. Also solche Dinge müssen natürlich Frauen auch ertragen, von der Chorleitung und auch von der Gläubigerzichtung. Ich mache jetzt ein bisschen Zickzack, aber das macht gar nichts aus. Also wie gesagt, die Liebe zu den Tieren hat mich auch schon von klein an mitgetragen. Dann kam die Geschichte mit dem Posaunenchor, das will jetzt nicht mehr arg vertief, aber der Muschelzanz, der heute da ist und den ich als alten väterlichen Freund, na, ich bin jetzt auch schon langsam ein alter Kerl, aber der ist bloß ein bisschen älter wie ich. Aber der denkt mir auch ewig, deswegen war mir wichtig, dass der heute kommt. Als es früher nach dem Blasen, hast du einfach durchgehabt, da ist man ins Gasthaus gegangen, nach Ehling und da hat man immer geguckt, ob es noch Gulaschsuppe oder Schorle oder irgendetwas, dann die junge Kerle, die in den Verkulver geht. Na,
weiterhin meine Kumpane vom Versauner, wo ich immer mal wieder zusammengelegt, dass wenn ich schon so gut aussuche, dann so Gästen vergisst man nicht, meine Damen und Herren. Das sind auch immer in der Zukunft. Das sind so die zwischenmenschlichen Dinge. Über Musik haben wir ja heute schon viel gehört. Versaunerko, dann Benz. Und die möchte ich auch gerne noch benennen. Angefangen hat sie, weiß man nicht, wie alt das sie war, aber auch egal. Mit der Rhythmenband. Apollos, Lidos. Der Eduard Haber ist ja da. Der musste da wieder etwas früher gehen, schade, hätte ich ihn ja gehabt. Das war der erste Schlagzeuger, mit dem ich geschafft habe. Und dann hatten wir da Andreas Brandhuber, ein Diebisch, wo bist du? Komm mal ein bisschen vor. Ja. Das war ein Schlau einer jungen Dame. So Liedsinger. Und dann der Stefan Kobel, ist der auch da? Kommen wollte, da ist schon mal dazwischen gekommen, Fahrlehrer bei der Verkehrung. Ja, ja. Also, dann der Alfred Winter lebt leider nicht mit und alle diese Kollegen, die meinen jugendlichen Lebensweg nicht begleitet haben und mir viel so im Nachhinein betrachtet zumindest das gegeben haben. Und heute die Kollegen. Ich habe vorher gesagt, mit den Eternen habe ich 30 Jahre lang Musik gemacht. Wir sind auf der halben Welt rumgekommen mit Kreuzfahrt, Bockbänden und so weiter. Also da ist natürlich auch einiges passiert, lauter tolle Sache. Aber was, wo ich sie beneide drum, das hat mich schon ein bisschen gefuchst bei der Welt. Stehen die Kerle doch tatsächlich mit den Lurex-Kitteln von vor 30 Jahren? Die denen nämlich Musik machen, die Titel nehmen ein. Also viele, viele, viele tolle Erinnerungen mit Künstlern aus aller Welt, sage ich das mal, mit Rang und Namen. Und es ist schön, wenn man sowas erleben darf. Ich weiß, es darf auch nicht jeder und deshalb bin ich dafür auch besonders dankbar. Dann ganz kurz noch Gesangverein. Rudolf Maulig und Heinz Reich, der Heinz ist schon mal da. Der zweite Ehrenvorstand von Ihnen war mir ein Bedürfnis, auch diese beiden Herren von meinem früheren Heimatverein einzuladen, für den ich viele Jahre selber aktiv gesungen habe. Dann 13 Jahre Ihlinger Jugendchor mit bis zu 120 Kindern war immer ein wunderbares Erlebnis. Da habe ich noch ein bisschen bessere Nerven gehen würde, da habe ich mit 120 Kindern noch schaffen können. Ich wüsste das nicht ein bisschen nachgelegt. Dann Chorgemeinschaft Hochdorf Ried. Liedergrenzenzweige, Hochverband Enz und bei Liedergrenzenzweige möchte ich auch den Namen Joachim Ebinger nochmal bringen. Das war der, der mich damals geholt hat. Weiß der liebe Gott, wie der gerade auf mich gekommen ist, dass ich Dirigentin in Zweige werden soll. Ich war Vizedirigent in Millinger und Leiter des Posaunenchors. Und dann kam der Herr und hat gesagt: Ja, klären Sie bitte, du bist der Klavierspieler und dirigieren. Wir brauchen dringend einen Chorleiter, unser Chorleiter ist krank. Und ob er nicht einspringen kann. Dann bin ich da kurz eingesprungen. Der hat ja die Katze im Sack gekauft, der hat überhaupt nichts von mir gewusst. Und jetzt bin ich 38 Jahre in diesem Verein. Das zeigt auch, welche innere Verbundenheit dann mit so einem Verein, vor allem mit den Menschen, die darin wirken, besteht. Viele sind nicht mehr dabei, die einfach nicht mehr unter uns sind, denen aber auch meine Gedanken in diesen Minuten gehören und die ich nicht vergessen habe, die ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass ich heute diese Ehrung entgegennehmen darf. Weil ohne die alle wäre das auch alles nicht wie heute. Und ein Chorleiter ist ein Teamplayer, der muss ein Team um sich haben. Sonst ist er allein und verloren auf weiter Tour. Der kann nur so gut sein, wenn er keine Leute hat, die ihn stützen und die mitmachen, dann geht nichts. Das gilt übrigens auch für den Projekt. Auch euch allen einen lieben Dank. Ich freue mich auch, dass meine Verlegerin, die Frau Scholling und ihr Sohn heute hier sind.
Ich habe irgendwann mal angefangen, bitte die Sache, die mir Spaß gemacht haben, aufzuschreiben, weil sie in der Notenliteratur nicht so zu kriegen waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe spontan in der Familie Scholling und im Verlag Scholling jemanden gefunden, der gerne meine Werke verlegt hat. Es sind in der Zwischenzeit auch einiges über 40. Die hat man 160 noch am Liege, also eine besuchte Material. Aber auch dafür, dass der Gedanke uns verbindet in der Zwischenzeit auch eine schöne Freundschaft. Und ich freue mich, dass wir heute auch hierher gekommen sind. So. Und Gotthild, zu dem brauche ich nichts sagen. Ja? Also wir reden inzwischen auch miteinander Benokle und Geigle, das entspricht davon, um nichts mehr zu kommentieren. Das funktioniert einfach wohl. Und das möchte ich hier mal auch deutlich sagen. Ich werde nicht nur Nachfolger von Gotthild Fischer, das verspreche ich Ihnen. Das wäre ein hoffnungsloses Unterfangen. Ja? Weil Gotthild ist Gotthild und ich bin ich. Und wir sind zwei so kleine Kerle, wir kennen es einfach miteinander. Und deswegen machen wir hin und wieder mal was Gemeinsames. Und auch da habe ich in der Zwischenzeit schon viel miterleben können und dürfen, habe auch einiges von ihm lernen können. Dafür bin ich auch dankbar. Und ich freue mich, dass auch er sich heute die Zeit genommen hat, hier zu sein. Auch last but not least, Herr Ministerpräsident, Herr König von Württemberg und Baden. Sie sind als Letzter gekommen, deshalb will ich mich bei Ihnen auch als Letztem, aber nicht desto weniger herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Bei so vielen Untertanen, die Sie haben, und sich jeder freuen würde, wenn der Ministerpräsident zu seinem Geburtstag kommen würde, habe ich das Glück und die Ehre, Sie heute in meinem Jubiläumstag hier begrüßen zu dürfen und auch noch freundliche Worte von Ihnen. Aber ich glaube, zwischen uns zwei ist auch eine gewisse Sympathie, die einfach nicht weg zum Diskutieren ist. Da geht dann nicht machen, was sie will und es passt dann. Und ich freue mich, wenn ich Sie natürlich in der Villa Reisenstein nächstes Jahr begrüßen darf. Oder begrüßen. Dann,
Wort hast mal angesprochen und den Strauß hat es ja schon gelegt. Meine Mutter möchte nicht vergessen, in dieser Runde, weil sie hat tatsächlich dafür gesorgt, dass das aus mir geworden ist, was aus mir geworden ist. Und sie hat es manchmal nicht recht gehabt, weil ich war eigentlich faul von Natur aus. Ich habe ein bisschen Talent gehabt zum Klavierspiel, aber ich wollte absolut nicht üben. Und sie hat mir immer wieder gnadenlos an das Klavier hineingetrieben. Und dann hat mein Norbert, ich weiß gar nicht, mein Freund Hans Schwager, der so ein Ersatzbruder für mich war, von drüben rüber gemacht, früher bevor die Rente noch war, der war einige Jahre bei uns gelebt, hat wie ein Bruder zu mir war, und mich immer mal versorgt hat, wenn meine Eltern nicht da waren. Der hat mir Norbert gesagt, ich weiß noch genau, wie das war mit einer Klavierspielerin. Du wolltest ja eigentlich nicht so richtig, du bist ein Fabulon gewesen. Ich habe gerade widersprechen können. Und dann hat er wieder drauf, weil dann bist du irgendwann einmal mit der Schule wo fort gewesen. Und dann ist mir wieder gedämmert, wie das eigentlich war, warum ich plötzlich dafür spiele, wenn das glaube ich gar nicht. Ich war im Schulenheim in Ratzeburg. Und da war eine Schulklasse mit lauter Mädchen aus Öde in Westfalen. Und dann hat er mal meine Schulkameraden ein bisschen keine und dann hat er gesagt, geh mal ans Klavier und spiel was. Und dann habe ich halt so ein paar habe ich kennen, wenn ich nachsetze, was ist passiert, meine Damen und Herren, ich kann es nicht sagen. Plötzlich hast du vor lauter Mädchen das Klavier und der Klavierspieler nämlich so. Und das war für mich ein dermaßen Aha-Erlebnis, dass ich gesagt habe, so kommst du ja Frau. Ran ans Klavier und ab dem Zeitpunkt hat mich keiner mehr ins Klavier noch drin. Im Gegenteil, mir hat eigentlich nochmal oben das Licht ausmachen müssen, dass der Luft wird. So ähnlich. Und liebe Mama. Ich habe mir manchmal einmal mal wieder Kummer bereitet. Manchmal bin ich auch so ein richtiger Donnerwetter und Quertreiber. Vielleicht bis zum heutigen Tag. Aber die innere tiefe Verbindung und die Liebe, die ist trotzdem da. Und ich habe jetzt heute in meinem Garten also wirklich versucht, bei diesen letzten Sonnenstrahlen noch irgendwas zu finden, weil ich einen Schmutz gehabt habe, wenn ich beginne. Aber dann habe ich noch was gefunden. Hallo, nicht richtig. Da ist schon die Blattschneider einfach Ameise ein bisschen trocken. Aber es ist ein Symbol aus unserem Garten, den wir gemeinsam bewohnen und leben drin. Und das Größte möchte ich dir nur als kleines Dankeschön für vieles geben, was ihr eigentlich gar nicht gut machen wollt und lohnen könnt. Auch dir habe ich zum Verdanken, dass das über die Mütterlinie aus dem Wort ist, was ich bin. Und dafür ist, denke ich, heute eine gute Gelegenheit, Danke zu sagen. Und du hast mir eigentlich auch überreden müssen,
dass wir diese Veranstaltung und dieses Fest, Geburtstagsfest feiern. Und ich bin froh, dass man so macht, denn wenn die Frauen hin doch immer wieder mal so die Schwierigkeiten zu sagen. Ich meine, man muss auch auf Frauen ruhig. Und die letzte Rose, es ist tatsächlich die letzte, die ich dann auch noch gefunden habe. Übrigens habe ich das von meiner Schwägerin geschneidet, also wenn ich sage, ist das voll noch nicht gelernt. Diese Rose, ich glaube, sind die wachsen an einer Skulptur von meiner Frau, die in meinem Garten steht. Das sind die letzten zwei Reste. Und das sind die Wächter. Und deshalb mein Dank an dich. Ich bin froh, dass ihr die habt. Und ich hoffe, dass ihr den lang haltet und dass wir noch vieles gemeinsam miteinander machen können. Und mit euch alle auch. Und last but not least, einer fehlt mir heute noch in diesem Auditorium. Und der wird bestimmt das Stolz werden, wenn er heute dabei sein wird. Und ich denke, dass es für ihn ein Ausstieg war. Er war immer aufgeregt, ob alles funktioniert, ob er alles richtig macht, ob der Erfolg da ist, ob Leute immer zufrieden sind, ob es den Leuten gefällt. Und dem hätte es sicherlich gewusst für diese, wenn er das auch nicht kennt. An den Tagen vielleicht. Und den biete ich ihm auch. Tja, meine Damen und Herren, ich habe eigentlich den, ich bringe das besser aus. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn man mal solche Momente hat. Aber damit es nicht so traurig endet, bin ich natürlich jetzt mit meinen Sangesgenossen hier nochmal so richtig auf der Butze haben. Und wir haben als Abschluss ein Medley von Bonnie M. ausgelesen, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe das letztes Jahr mal bearbeitet. Und ich hoffe, wir können nur, nachdem wir jetzt so lange stehen müssen. Meine lieben Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke. Danke. Danke, dass Sie da waren und dass Sie mir Ihre Ehre erwiesen haben. Vielen Dank. Ich hoffe, wir bleiben noch lange in guter Freundschaft miteinander verbunden und wir sehen uns immer, oft und überall wieder, musikalisch oder auch in sonst irgendeiner Weise. Bleiben Sie mir gewogen, haben Sie Dank, haben Sie noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Alles Gute auch für Sie.
zum Schwäbischen. Ich mache eine Zeitreise, 60 Jahre zurück. Damals mit 18 ein Kind, das war kein so altes Kind. März 1948, mich trifft fast der Schlag. Es ist ausgeliehen, oh Gott, schon ein paar Tage. Und was das heißt in der damaligen Zeit? Spießbrüder laufen vor den Leuten. Ein Kleidchen muss her, um alle verrecken, damit man das Beutel recht lang kann verstecken. Denn kein Mensch hat damals den neckigen Bauch in der Gegend rum gezeigt, wie es heute ist der Brauch. Zu allem Übel, der Verursacher ist nur Stift. Bei der Deutschen Post, kein Bauer, so ein Mist. Mein Vater geht mir schon die ganze Zeit auf der Wecker. Ein Postler ist kein Bauer für die, ist jeden Tag sein Gemecker. Und jetzt das mal er, ich kriege Kind. Das muss ich sagen, im richtigen Moment. Arbeits beim Kiermelken hat es einmal geklappt. Mein Papa ist verschreckt in den Kuhlappen eingedacht. Alles muss er jetzt umdenken wegen dem Kind. Statt im Bauer lebt er im Buschrad mit zweierlei Händen. Trotzdem hofft er weiter. Es ist noch nicht alles aus. Vielleicht kommt aus dem Bau doch ein Bäuerle raus. Es ist nichts raus geworden. Ein Bier ist zwar gekommen, doch den hat Musik bis heute voll in Anspruch genommen. Vom niedlichen Bierle bis zum heiligen Moor hat er einen Chor unter anderem gegründet. Es war alles groß. Auf unserer Bühne hat er gestiert nach Titel und Lied und hat mit den Klamotten seine Sänger ausstaffiert. Haltet, muss ich umdrehen. Die Buben und Mädler von der Feiner Straße waren am Herrlich und verzehren eine ganze Blase. Im Nachbarhaus auf einer Außentreppe haben sie noch gesungen. Das erste Open-Air-Konzert, es hat wirklich gut gelungen. Und nach dem Konzert, es war gerade so wie heute, ist er mit seinem Chor auf der Sängerfreizeit. Das alte Schloss war meistens als Reiseziel bekannt. Dazu hat er vor dem Leiterwagen unseren Schimmel nachgespannt. Auf Schimmel, zeig denen, was du kannst. Und schon ist er im flotten Trab über die Bundesstraße. Seinen Parkplatz hat er schon selber gefunden, weil dort wird sieht, wird er jedes Mal einen Baum nachbunnen. Jetzt ist losgegangen mit 8 Dreier Nike hier. Die Sänger haben nicht mehr gesungen, die haben bloß noch geschrien. Heute ist es anders, mein Bude regiert. Aufstehen! Und wie das glatt wird geschmiert. Hand auf den Bauch und Luft rauslassen. Und das mit Geräusch. Man kann es kaum fassen. Jetzt geht es weiter. Der Kopf fährt rund um Karussell. Vorsichtig soll man es machen. Nicht so arg schnell. Denn sonst könnte es einem bleiben. Man wäre arg entstellt. Der Schaden wäre nicht zum Reparieren für nur so viel Geld. Gleich drauf muss man batschen, gut sagen. Im Takt mit dem Hemd, du kommst dir gerade vor, wie so ein kleines Kind. Zu aller Liebe, man wird ganz krämpfig, vom langen Stehen auch noch durmelig und dämpfig. Endlich sich der Sitzen, der Stress ist vorbei. Doch halt, oh Gott, fällt mir nochmal was ein. Jetzt gibt der viererlei Tee auch, es klappt prima, oh Wunder. Auf dir, wo ich zeige, wir gehen den halben Turm runter. Das haben sie auch gemacht. Kein Mensch widerspricht. Doch was manche denken, sieht man am verzogenen Gesicht. Von Harmonie keine Spur weit und breit. Doch endlich kann es losgehen. Jetzt sind wir soweit. Der Bauch ist voll Luft und Brust weit gedehnt. Man sitzt ganz gemütlich, der Buckel angelehnt. Das fällt ihm gar nicht. Das könnt ihr doch nicht bringen. Sitze zinkrecht, so kann kein Mensch singen. Die Körper strecken sich augenblicklich. Und gleich sieht man es auch. Jetzt ist er glücklich. Sein Wille hat er durchgesetzt. Das ist ganz wichtig. In Zukunft macht er wieder ganz wies alles richtig. Vom kleinen Kinderkerle damals bis heute hat er weitere Kerl gerendert mit allerlei Leid. Ich bin ganz stolz, was mein Bruder alles kann.
und der obere im Himmel freut sich gewiss über den dichtigen Moor. Helin ist er doch ein Bayerle geworden, für fast 100 Vögel und Graten, wo Fisch alle Sorten. Schildrinde da Bedauerung. Und jetzt noch ein großer Hund, noch ein großer Hund. Das Viechzeug ist sei alles, drum bleibt er auch gesund. Dass weiter so bleibt, ganz ohne Schmerzen, das wünsche ich meinem 60-jährigen Bub täglich von Herzen. Punkt. Also da haben wir ja heute schon viel gespitzt. Aber es scheint nach der Lebensgeschichte deiner Mutter durchaus auch noch das, was ich dir mitgebracht habe, in den Rahmen hineinzupassen. Denn wenn ich weiß, dass dein Patenonkel ein Pfarrer ist, dann weiß ich auch, wie das auf dich eigentlich in deinem Leben gewirkt hat. Und ich möchte dir jetzt hier ein Geschenk übergeben, da sage ich was dazu. Ich muss schnell aufmachen und dann hole ich dir, was da drauf steht. Es ist ein Keramikbuch, wirst du gleich sehen. Und da steht eine Seite drauf, die ich auch sonst im Kirchenchor singe. Ich möchte euch das vortragen. Ich muss das aufmachen, das ist ja von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und im Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Werner, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz persönlich mit meiner Brigitte zusammen alles, alles erdenklich Gute. Bitteschön. Es ist zu schade, als das wieder zurückzulegen. Ich möchte das an Hand geben. Dietrich Bonhoeffer, wenn das jemand weiß. Ich glaube einfach, das hat zu den Perlen da. Weil jetzt im Alter werden manche fromm. Da gibt es ja ein anderes Wort dafür, nicht? Aber ist er nicht. Aber es ist einfach so. Es gehört dazu, da werden wir. Also ich habe heute von der Biografie Fischer und Thibault gesprochen. Und ich stelle so viele Dinge für mich fest, wo ich einfach gemeint habe, das ist der Arzt und Mama. Das ist der Arzt. Sehr schön. Vielleicht kommt es nicht vorbei. Neu, nehme ich einfach mit und das Ding. Also, ich bin ja nicht unbedingt gerade schon wieder der Elternzeit. Ich bin ja nicht unbedingt gerade da, komme ich nicht unter. Ich bin ja nicht Forscher. Ich bin auch Schwerscher und Alzheimer der Zweite. Ich bin also 60 komplett. Ich habe noch 4 Minuten. Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben, ich wünsche dir nur das Meiste. Der Harry hat jetzt mit eingestellt. Das kann er nicht so wissen. Also, lieber Werner, ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben, ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben. Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen. Und wenn du sie willst, kannst du etwas draus machen. Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und für dein Denken. Nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. Ich wünsche dir Zeit nicht zum Hassen und Trennen, sondern die Zeit zum Zufrieden sein können. Ich wünsche dir Zeit nicht nur so zum Vertreiben. Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben. Als Zeit für das Staunen
und Zeit für Vertrauen, anstatt nach der Zeit auf die Uhr nur zu schauen. Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. Okay.